Willkommen hier auf der CP Plus 2017 am Stand von Sigma. Ich halte es hier in der Hand, mein persönliches Messe-Highlight, so viel sei schon jetzt gesagt. Ihr werdet auch im restlichen Video merken, dass ich beeindruckt bin. Einfach aufgrund der Spezifikation, das neue Sigma 14mm 1.8, ein sehr lichtstarkes Ultraweitwinkelobjektiv für Vollformatkameras. Schaut mal, was es so kann. Die CP Plus 2017 wird euch präsentiert von Eizo. Die wichtigsten Spezifikationen sind wir damit auch schon durchgegangen. 14 mm Brennweite, das fürs Vollformat, das ist schon wirklich, wirklich weitwinklig. Dazu eine hohe Lichtstärke von 1,8. Das heißt, gerade für Astrofotografen dürfte es wahrscheinlich eines der spannendsten Objektive sein, das wir in den letzten Jahren gesehen haben, da man einfach die Vollformateigenschaften, also geringes Bildrauschen, auch bei etwas höheren ISO-Werten, kombinieren kann mit einer hohen Lichtstärke, das heißt kurzen Belichtungszeiten, also auch keine Schweife in den Sternen drin. Das dürfte also gerade für Astrofotografen sehr, sehr spannend werden. Wenn wir es reviewen, werde ich auch mal probieren, da einen entsprechenden Test zu machen damit. Sonst Autofokus mit drin, kein Bildstabilisator, keine weiteren Besonderheiten, obwohl das eigentlich schon ein bisschen kurz gegriffen ist. Denn allein, wer sich die Frontlinse hier mal anschaut von dem Objektiv, das größte asphärische Element, das es derzeit auf der Welt gibt, zusammen mit dem 12 bis 24 mm 80 mm im Durchmesser. Wer sich so ein bisschen mit, sag mal, Fertigung auskennt im Optikbereich, weiß, das ist verdammt kompliziert, sowas herzustellen. Sorgt unter anderem dafür, das habe ich mir gerade schon mal so ein bisschen im ersten Hands-on-Test angesehen, dass ihr wirklich eine extrem geringe Verzeichnung habt und das trotz der wirklich sehr, sehr kleinen Brennweite im Ultraweitwinkelbereich. Das ist also einfach sehr spannend, was Sigma da rausgebracht hat. Und ich bin guter Dinge, dass es auch von der Optik, von der Bildschärfe her gut abschneidet. Problem, wir haben hier gerade nur in Anführungszeichen die Version für Sigma-Kameras. Mit anderen Worten, hier eine APS-H-Kamera. Man kann also nicht bis in den äußersten Bildrand hineinzoomen. Aber das, was ich hier gerade schon kurz gesehen habe an der APS-H-Kamera, also 1,3-fach Crop, sieht auch schon da verdammt gut aus. Freut euch auf jeden Fall auf Review. Ich tue es auf jeden Fall. Preislich bin ich mal gespannt, wo es liegen wird. Aktuell hat Sigma weder zum Preis noch zur Verfügbarkeit irgendwas gesagt. Also schauen wir mal, was es kosten wird. Ich würde aber tippen, irgendwas zwischen 1.500 und 2.200 Euro wird so die UVP sein. Eure Tipps für die UVP oder was gerechtfertigt wäre, gerne mal unten in die Kommentare rein. Würde mich mal interessieren.